Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Let's Play Transport Fever hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Wir kaufen jetzt mal einen Zug. Und dann nehmen wir gleich den hier. Braucht der höhere Gleise? Ich glaube schon, ne? Da tun wir den mal kaufen. Und tun hier einen Wagen hinzufügen. 120. Da lohnt sich das ja eigentlich noch nicht so wirklich, da so eine Lok zu nehmen. Die hat schon mehr Zugkraft, auch mehr Leistung, ne? Ich nehme einfach mal die, wir können dann ja die Wägelchen immer noch umtauschen. Mal 4 Stück dran. 4 Stück sind sozusagen 80, machen wir mal 100. 100. Dann machen wir das, klonen die mal und setzen die dann drauf. Und zwar alle Linie zuweisen, Zug 32, dort. Zack. Gucken wir mal. Die bräuchte eigentlich Hochgeschwindigkeit, aber da die eh nur 120 Stundenkilometer fährt, ist das dann nicht so wichtig. So, jetzt müssen wir auch die andere Verbindung hier anbringen. Und zwar hätte ich mir dann so gedacht, wo war die? Hier. Dass wir Parkstein mit dem Katalog verbinden, oder haben wir hier hinten noch was offen? Ich glaube, die haben wir auch noch nicht verbunden. Die sind nur über den Güterverkehr verbunden, beziehungsweise hier Beltheim. Oh, jetzt hat er geladen. Ist verbunden und hat hier richtig viele. Ah, und hier hinter auch. Alles klar. Okay. Und hier hinter ihr auch. Okay. Da haben wir das ja schon mal. Putzol können wir dann noch mit hier mit verknüpfen. Haben wir ja auch schon gemacht. Das sind Güter. Sind das. Okay. Okay. Da haben wir eine schöne Brücke gemacht, ne? Die war sehr aufwendig. Da darf man auch nur 100 Stundenkilometer drauf fahren. Genauso wie auf der Brücke hier, die ich auch sehr schön persönlich finde. So. Hier dachte ich mir so, ja, wir kommen natürlich noch alle möglichen Anschlüsse ran, das ist unser Hauptbahnhof, wenn man das so sagt, und wir warten ja auch schon richtig viele Leute. Wenn ich da so sage, dass wir hier eine Verbindung, wir gucken erstmal Linien, was fährt denn hier alles so, was wird benutzt, vor allem die äußerste wird nicht benutzt. Die wird doch benutzt, aber nur von der Seite. Das stört ja nicht. Das heißt, ich würde jetzt hier raus gehen. Das war so. Würde hier hinten so ein paar Ortschaften verbinden. Und zwar einmal Beltheim mit einer Direktverbindung nach Alfhausen und einmal Putzol mit einer Direktverbindung nach Alfhausen. Das heißt, wir gehen hier oben so lang,
oder? Nee, eigentlich hier hinten. Und führen die dann weiter nach Beltheim. Genau, so machen wir das. Fangen wir erstmal hier hinten an. So, müssen wir auch ein bisschen höher gehen. Höher geht's nicht. Höher geht das nicht. So, eventuell. Die Höhe müsste ja eigentlich reichen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann müssen wir die noch doch noch mal abreißen. Schade. Hier haben wir's. So. Jetzt müssen wir den da machen. Können wir eigentlich auch schon wieder runtergehen. Weil so viel brauchen wir dann doch nicht. Zack. Das ist die gerade. Da kommt dann hier noch eine daneben. Die führt dann aber auf ein anderes Gleis. Und zwar ist das ziemlich komisch hier gemacht gerade. Da muss ich mal ein bisschen was umbauen. Das verstehe ich nämlich hier gerade überhaupt nicht. So, jetzt läuft das darüber. Die blaue Strecke ist sozusagen jetzt erstmal abgeschrankt. Wenn ich die blaue Strecke jetzt einfach mal so wie ich bin perfekt hier an der grünen ranlege, ist doch eigentlich viel besser. Nee, hier geblieben. Kollision. Ach so, hiermit. Kollision zeigt mir das an. Was ist denn hier noch? Geht doch. Zack. Funktioniert doch wieder. Was habt ihr denn? Ist nur eine Linie, wenn man das im Grunde genommen sagt. Das ist nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Okay. Ja, ich mach dich gleich wieder hin. Sind noch ein Stück Straße? Nee. Zack. Ja, hier ist ein kurzer Bremser. Ich sehe das gerade selber. Da müssen die alle mal ein bisschen langsamer fahren. Ich tue jetzt mal die Straße wieder rüberziehen. Ist ja kein Problem. Zack. Und zack. Da haben wir die Linie auch schon wieder. Und ich wollte eigentlich warte mal hier hinten. Die habe ich ja schon verbunden, da ist es nur noch Parkstein, genau. Und Parkstein kriegt dann dieses Gleis. Das kann ich ja hier schon mal vorbereiten. Hoppla. Genau. Der hier folgt Parkstein, aber nur in gewissen Maßen und dann geht's nach oben. Nee,
So nicht. Eher so. Schaut auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und geht dann da hinten wieder nach unten. Na, ich sag mal hier danach. Wenn da noch was entstehen sollte. Nee, nee, zu tief auch wiederum nicht. Zack. Der geht, nehme ich mal an, geradeaus weiter. Erstmal. Ja, können auch mal eine Tunneldurchfahrt machen. Die sind ja ziemlich in letzter Zeit. Lassen wir das erstmal so stehen, würde ich meinen, und machen dann in der nächsten Folge weiter, meine lieben Freunde. Bis dahin, ciao, ciao.